Moin Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht, was machen wir? Wir gucken uns heute die lustigsten Momente im Sport. Im Sport auf Video an. Genau, auf jeden Fall, das schon mal Deutsch. Die lustigsten Momente im Sport. Ah, doch, ist richtig. Sorry. Genau. Wir schalten direkt einmal rein und los geht's. Welt des Sports ist unberechenbar und oft passieren Dinge, die uns überraschen oder zum Lächeln bringen können. Ja, In diesem das kann Video haben sein. wir für dich die seltsamsten und lustigsten Momente im Sport gesammelt, die jemals gefilmt wurden. Vergesst nicht, uns ein Super. Gefällt mir zu geben. Und los geht's. Nach einem harten Training hatten sich diese Fußballspieler dazu entschieden, sich ein wenig abzukühlen. Ja, das sieht aber nicht nach Abkühlen aus. Weil die haben doch alle lange Sachen an, you know? So, also abkühlen ist perfekt. Geil, dreckig. Und diese BMX-Fahrer erlebten eine unangenehme Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt alle auf die Fresse fliegen. Situation. Die Sicherheitsklappe öffnete sich mit einer leichten Verzögerung und Oh, ich hätte da richtig Schiss. Ich weiß nicht warum. Aber diese Klappe öffnet sich einfach und du musst doch. Hä? das passierte. Ich frage mich, ob der Typ, der nicht umfiel, einfach weiterfuhr. Alter. Nach seinem Torschuss lief Leonardo Bonucci an den Spielfeldrand, um mit den Fans zu feiern. Aber offenbar erkannte diese Frau den berühmten Fußballspieler nicht. Und Natürlich, diese. du bist so krank berühmt und man erkennt dich nicht. Du hast dein Leben geschafft. Fußballspieler wurde auf wundersame Weise geheilt, nachdem sein Team ein Tor erzielte. Einfach Spielerei, Junge. Er wird einfach gekickt, was ihn halt rausschmeißen soll, den Spieler. Ah, ich kenne mich mit Fußball näher aus. Auf jeden Fall, es heißt einfach dumm. Eine Oscar-reife Darstellung. Ja. Und das ist Oliver Baumann, der Torhüter des Vereins Hoffenheim. Und es war offenbar nicht sein Tag, nachdem er 3 Tore verpasste. Bro, ich bin auf deiner Seite. Ich bin auch nicht gut. Komm. Dieser Athlet war so aufgeregt, dass er bereits vor dem Ziel zu feiern begann und Nee. in letzter Sekunde überholt wurde. Ja, das ist es, wenn man sich zu früh freut. Bei ihm war wohl die Vorfreude die schönste Freude. Genau wie dieser Motorradfahrer. Dem ist nichts hinzuzufügen. Boxen, Alter. Oh. Junge, da kannst du dir alles zuholen, Junge. Du kannst sterben dabei. Wenn man das Sprungseil zu Hause vergessen hat. Einfach auf den Bauch treten. Wie kann dieses Mädchen so flexibel sein? Ja, das frage ich mich auch gerade. Zugegeben, alles sieht So fahre ich morgen zur Schule. lustiger aus, wenn man es kleiner macht. Wie zum Beispiel die Motorräder dieser Athleten. Wie könnte man den Sport deiner Meinung nach nennen? Schreib es in die Kommentare. Mini Motorcycle, keine Ahnung.
Das nenne ich eine Fangemeinde. Alter. Bist einfach durchgebrochen. Und dieser vierbeinige Athlet beschloss den Fall. Ja, der hat auch Bock auf Fußball. Tiere haben auch Bedürfnisse, also. Lauf des Spiels zu ändern. Schau dir den Ballbesitz an. Leider wurde er schnell disqualifiziert. Der Arme, guck dir das Gesicht mal an. Und diese Ringer sind Freunde, die beschlossen haben, dem Schiedsrichter einen Streich zu... Was war das denn? Und diese Ringer sind Freunde, die beschlossen haben, dem Schiedsrichter einen Streich zu spielen. Das hat er sicherlich nicht erwartet. Kein Kommentar. Da sieht man noch richtig, wie die Scheiße aus seinem Gesicht fällt. Wenn man den Ball so sehr fangen will, dass man nicht einmal die Wand bemerkt. Alter. Ja, wahrscheinlich wegen dem Abbremsen oder so. Oh. Wenn man in verschiedenen Gewichtsklassen ist. Ich frage mich, ob es sich hier um ein echtes Spiel handelt. Was meinst du? Einer der Fallspringer entschied. Enten können auffliegen. Dich für einen Sprung auf einer aufblasbaren Ente. Dieser Kopf. Zur Halbzeit entschied sich das Maskottchen der Chicago Bulls zu bowlen. Geil. Und das ist ein sehr frustrierender Moment. Während einer Jetzt habe ich es gecheckt. Er wollte ein Tor schießen. Auf cool. Aber ja. Live-Übertragung. Begann der amerikanische Basketballspieler Shaquille Rashan O'Neal den Bart des Reporters zu streicheln. Warte mal. Seht ihr diesen Blick da ganz hinten rechts? Geil. Ich frage mich, was ihn so zum Lachen brachte. Okay. Dieser kleine Wrestling-Fan wusste nicht einmal, was passiert war. Ja. Und diese Athletin macht nicht gerade den anmutigsten Sprung. Aber das hat sie nicht im geringsten gestört. Oh, einfach den Kameramann umgestoßen. Abonniert? Und dieser Basketballspieler wollte den Ball so sehr retten, dass er in den Tisch der Kommentatoren flog. Here comes Deli. Hey! Trying to save him. Yeah, we had a Deli. Und diese Fußballer haben sich in ihren Stollen verfangen. Alter. Wie ist das überhaupt möglich? Ja, schon. Hier schnüsseln. Hier ist ein noch lächerlicherer Fall. Football? Oder was ist das? Und noch einer. Sport kann schon sehr überraschend sein. Wie konnte das überhaupt passieren? Ja. Auch der Fußballer scheint... Egal, Leute, ich würde sagen, das reicht sogar. Also wünsche ich euch noch einen wundervollen...